Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute wieder zu einem neuen Instagram-Statement zu Temptation Island. Und weil es schon so lange her ist, Freunde, gucken wir uns heute mal wieder Alex seine Meinung dazu an. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das letzte Video dazu kam. Muss schon ewig her sein. Nein, Spaß, natürlich nicht. Wir hatten ganz knapp nach der Folge, also nachdem die zu Ende war, schon das erste Statement. Und dann hatte er nochmal am nächsten Morgen auch eins gepostet, also von euch aus gesehen gestern. Habe ich mir gedacht, gucken wir uns natürlich auch wieder an. Ich glaube, das geht ein bisschen länger tatsächlich als das letzte. Deswegen will ich gar nicht großartig drumherum labern. Wir wissen sowieso, um was es geht. Und ja, deswegen starten wir direkt rein, Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne vorab ein Like und ein Abo da, wenn ihr neu seid. Würde mich freuen. Und damit, let's go. So Leute, ich habe sehr schlecht geschlafen. Ich bin sehr müde. Ich habe schlecht geträumt. Ich habe sehr, sehr viele schlechte Nachrichten erhalten. Beleidigungen, die weit unter die Gürtellinie gehen. Das geht gar nicht. Und ich werde nie Menschen verstehen, die den Drang verspüren, jemanden auf Social Media aufzuspüren und ihm dann zu beleidigen. Verstehe ich nicht. Dafür habe ich null Toleranz. Was ich natürlich verstehen kann, ist, dass man empört ist, dass man enttäuscht ist, dass man sich fragt, wie konnte er Christina sowas antun? Wie konnte er beim letzten Lagerfeuer so mit ihr umgehen? Ja, da muss man natürlich dazu sagen, geht halt gar nicht. Also die Nachrichten, ich will mir das gar nicht vorstellen, was er bekommt. Und auch vor allem die Menge, ne? Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ich denke, er hat wirklich sehr, sehr viele sehr negative Nachrichten bekommen, Beleidigungen und so weiter. Ich sag's nochmal dazu, lasst es einfach, schreibt ihm sowas nicht in den Kommentaren, nicht in den Nachrichten. Egal, was er gemacht hat und wie schlimm das war, aber das rechtfertigt halt nicht, dass man ihn beleidigt dafür, ne? Ich sag's ja auch immer, ich äußere mich ja auch kritisch dazu, bin ja auch komplett negativ ihm diesbezüglich eingestellt, aber würde ihn niemals irgendwie beleidigen. Wichtige Infos, und zwar ist mir aufgefallen, wir haben ja die Bilder von Christina gesehen. Ja. Wir haben ja die Bilder von mir gesehen. Von mir hat man die Bilder gesehen. Ja. Aber wir haben die Bilder von Christina nicht gesehen. Und beim Lagerfeuer haben wir definitiv, wurden mir die Bilder von Christina gezeigt, wo sie halt beleidigt, wo sie sich halt nicht sozial verhält. Und das ist jetzt nicht wertend gemeint, das ist wirklich neutral betrachtet. Aber die Bilder hatte er ja auch schon vorher. Also jetzt nicht alle, aber auf jeden Fall hatte er schon solche Bilder gesehen. Und das hat mich wieder so in Rage gebracht, mich so emotional getroffen, dass ich dann diese Aussagen getätigt habe, dass ich dann ihr Verhalten als asozial betitelt habe. Und dieser Spruch mit, wie willst du Kinder erziehen? Es tut mir unendlich leid. Ah ja, okay. Also jetzt weiß ich schon, worum es hier hauptsächlich geht. War ja auch was, was auch kommentiert wurde unter der Reaction oder unter dem Statement, also unter dem anderen. Ist auf jeden Fall beides online, ne, um hier nochmal kurz Werbung zu machen. Auf jeden Fall, ja, das war halt auch so ein Ding gewesen, so er hat, da haben auch viele gemeint, ey, jetzt tut ihm das voll leid, aber in der Situation selbst, was er da rausgehauen hat und so, ja, natürlich, was bleibt ihm jetzt auch anderes übrig, ne, als sich dafür zu entschuldigen, so, nicht viel. In Rage, in Emotionen und genauso emotional war auch Christina, dass sie sogar handgreiflich wurde, aber ich sag dazu nichts, weil ich Verständnis dafür irgendwo habe, weil sie halt extrem emotional wurde. Und dann erwarte ich aber auch, dass man Verständnis hat, dass man nicht allzu kritisch bei mir drauf schaut, auf meine Wortwahl, weil ich auch emotional war. Und das. Ja, darf man nicht vergessen, aber es war schon sehr extrem bei ihm, ne? Also er hat ja wirklich ein so ein Ding nach dem anderen rausgehauen. Und das ja, obwohl er noch derjenige war, der für die Situation verantwortlich war und wollte dann Christina die Schuld dafür geben und haut dann noch solche Sachen raus mit, du bist asozial, wie willst du Kinder erziehen und so weiter. Ja, ja, das war schon krass. Unendlich. Ich hatte vor diesem Lagerfeuer einen Abschiedsbrief verfasst, über 6 Seiten. Diesen Brief habe ich kopieren lassen von der Produktion und habe die aufgefordert, den Brief der Christina zu geben oder mich diesen Brief vorlesen zu lassen beim letzten Lagerfeuer. Leider wurde das nicht genehmigt und dann hätte man vielleicht ein Stück weit Verständnis für die Entscheidung, nicht für die Umsetzung bei der Entscheidung. Ich glaube, die haben sich einfach so gedacht, ey,
Das Gedicht war schon too much. Sechsseitigen Brief, den wollen wir jetzt nicht auch noch hören. Wäre natürlich irgendwie interessant, könnte er ja auch noch irgendwie in Stories vorlesen, ja. Würde ich dann auch eventuell, aber auch nur eventuell natürlich auch anschauen. Entscheidung, sondern für die Entscheidung an sich gehabt. Ich erwarte nicht, dass man mich versteht, nur das hätte, es hätte es nicht so schlimm darstellen lassen, wie es jetzt dargestellt wurde. Ihr wisst, so wie es dargestellt wird mit der Musik, mit den Schnitten, das wird nochmal schön gepusht und viel dramatischer dargestellt, als es letztendlich war. Es war natürlich schlimm, aber dadurch, da denke ich, die Titanic ist untergegangen, ehrlich, so wie es dargestellt wurde. Und das ist ein Entertainment-Format. Es dient. Oh Mann, ey. Ja, dafür muss eigentlich viel passieren, dass Alex denkt, die Titanic ist untergegangen. Nee, also auch wenn da natürlich die Musik krass ist und so, aber selbst wenn man da keine Musik rund, also das ändert eigentlich auch nicht mehr viel, ja. Um die Leute zu unterhalten und damit die Leute unterhalten werden, muss die Produktion und der Sender alles Erdenkliche dafür tun, dass die Leute auch, ja, dass die Nachfrage hoch ist bei den Leuten und dass die Leute auch Spaß daran haben und es kaum erwarten können, diese Sendung zu schauen. Und da muss man sich seiner Zielgruppe anpassen. Und anscheinend scheint es zu funktionieren, dass Drama in Deutschland sehr gut verkauft wird, dass die Leute da aufblühen, dass sie sich daran ergötzen, andere Menschen leiden zu sehen, um dann mit dem Finger auf diese Menschen zeigen zu können. Um sich dann irgendwie um deren eigenen Selbstwert dadurch ein bisschen zu pushen. Ja, ob das jetzt daran liegt, den Selbstwert zu pushen, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also man muss ja sagen, so eine Situation wie bei denen, ja gut, in der Form natürlich, ne? Aber es gibt genügend andere schlimme Situationen auch außerhalb von Shows, aber das bekommt ja niemand mit. Das Ding ist aber, jetzt könnte man ja sagen, ja, das passiert ja häufiger als nur da drin und so, aber es ist ja klar, wenn das halt aufgenommen und hochgeladen wird, gesendet wird und die Leute das sehen und die anderen Fälle nicht, natürlich hacken die dann nur auf dem drauf rum. Aber das ist halt auch das Ding, damit musst du rechnen. Das meine ich auch in der Reaction. Wenn die Beziehung halt nicht so gut funktioniert, dass man das wirklich, wirklich, wirklich durchhält, sondern es da eh schon Probleme gibt und man eigentlich da nicht da rein sollte, dann muss man sich dem bewusst sein, ey, wenn das nach hinten losgeht, dann wird das aufgenommen und ausgestrahlt. Und natürlich, die Leute, ist kein Wunder. Ja, auch wenn das nicht schön ist, auch mit den Nachrichten und so, überhaupt nicht, ne? Aber es ist leider so. Das wird man auch niemals ändern können. Macht, aber anscheinend gibt es einige von diesen Kandidaten und das finde ich schade, weil im Endeffekt würde ich niemals jemand anderen auflauern auf Instagram, ihn dann beleidigen und niedermachen, wenn ich schon sehe, dass diese Person. Ja, da hat er natürlich recht. Das würde ich auch nicht machen, habe ich vorhin schon gesagt. Aber jetzt mal so im Allgemeinen halt auch auf die Kritik und so bezogen, dass du da einiges abbekommen wirst, ist leider klar. Das ist halt die Realität einfach. Und so gelitten hat oder hier auf Social Media sehe, dass diese Person wirklich ernsthaft gelitten hat und immer noch leidet, weil im Endeffekt habe ich halt, das ist Fakt, sie enttäuscht. Sie hätte das niemals von mir gedacht, ich habe sie enttäuscht. Und dafür muss ich gerade stehen. Und dafür stehe ich auch gerade. Aber ich erlaube es niemandem, mich zu beleidigen oder meine Familie oder sonst wen. Vanessa hat am wenigsten damit zu tun. Sie ist am unschuldigsten. Ich habe mich für Vanessa entschieden. Vanessa hat ihren Job ausgeübt. Hat dabei dann selber Gefühle entwickelt, die man nicht steuern kann, die ich auch nicht steuern konnte. Hab dann aber den Mumm gehabt, dazu zu stehen. Und es klingt egoistisch. Ja, da haben viele auch die Meinung, ich habe ja auch immer gesagt, Vanessa hat halt ihren Job gemacht und viele meinten dann auch in den Kommentaren so, nee, der Job ist ja nicht, sich in ihn zu verlieben. Ich finde, das ist trotzdem der Job gemacht, ne? Natürlich Ziel 1 ist, ihn halt irgendwie rumzukriegen, aber in welcher Form das dann ist oder ob sie sich dann verliebt oder nicht, ich finde, das spielt keine Rolle. Also sie kann sich ja verlieben, er darf halt dann nur nicht drauf eingehen. So, wisst ihr, was ich meine? Ist ja dann ihr Problem, wenn sie sich in ihn verliebt. Wenn ich jetzt auch so an die Kommentare denke, ich habe, glaube ich, noch nie irgendwas Negatives gegen Vanessa gelesen. Tatsächlich. Also bei mir in den Kommentaren nicht. Außer ich habe es nicht gesehen. Aber gegen Alex gibt es sehr viel Negatives, gegen Vanessa aber nicht. Es ist egoistisch, aber ich musste leider
auf mich gucken, damit, es tut mir leid, dass das so passiert ist im Fernsehen, um Gottes Willen, ich will es nicht rechtfertigen, ich will es nicht schönreden, das kann man nicht schönreden. Nur ich wusste auch nicht, wie ich handeln soll. Ich war einfach überfordert. Ich war komplett überfordert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bleibst du so wie alles wie bisher? Ja? Spielst du das Ganze vor, dass du glücklich bist? Und dass dich am Ende des Tages alle lieben, aber im Endeffekt bist du unglücklich oder stehst du zu deinen Gefühlen und nimmst in Kauf, dass sich die ganze Welt für eine gewisse Zeit hasst? Und dafür habe ich mich entschieden. Nichtsdestotrotz, es tut mir leid, dass ich sie so angemacht habe beim Lagerfeuer. Dazu kann man nur sagen, das Beste wäre gewesen, einfach früher rauszugehen und das halt wirklich auf eine gute Art und Weise, in Anführungszeichen, noch zu Ende zu bringen, aber so wie sich das halt gehört und nicht so wie er das gemacht hat, ne? Also, das ist halt wirklich der komplett falsche Weg und ja, wenn, also ich bin mir auch wirklich sicher, natürlich hätte es auch Hate gegeben, aber wenn er da wirklich schon abgebrochen hätte, hätte ihr das erklärt, natürlich, die wäre auch trotzdem total enttäuscht gewesen, aber das wäre trotzdem eine ganz andere Situation als die, wie es jetzt gelaufen ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann das nicht rechtfertigen. Ich will es auch nicht rechtfertigen. Ich will es auch nicht entschuldigen. Ich erwarte auch nicht, dass mir jemand verzeiht. Das habe ich auch Christina gesagt. Erwarte nicht, dass sie mir verzeiht. Ich möchte nur, dass sie wirklich sieht, dass mir das nicht egal ist, dass mir das schwerfällt, dass mich das seit Monaten belastet, dass das die Hölle ist aktuell, aber ich ziehe durch, ich stehe dazu. Und ich wünsche ihr weiterhin viel Kraft und sie wird es schaffen, sie wird es verarbeiten. Und daran hoffe ich, daran glaube ich, daran halte ich fest. Beleidigt Vanessa nicht, beleidigt mich, ich bin der Bösewicht, schießt alle auf mich, lasst Vanessa raus und Ja gut, ne? Sollte man jetzt so auch nicht machen, aber was ich noch sagen wollte, viele waren ja auch immer der Meinung, wenn er, oder das war in dem letzten Statement, oder war das auch schon im vorletzten? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte er im letzten Statement safe geweint. Wie gesagt, da kommen so viele Videos und so viele Statements, dass ich dann manchmal selber nicht mehr durchblicke. Aber auf jeden Fall meinten da viele, die Emotionen wären gespielt. Das glaube ich tatsächlich nicht. Also so wie es rüberkommt, auf mich wirkt das authentisch und also jetzt mal ganz ehrlich, natürlich kannst du dich auch nicht hinstellen in die Öffentlichkeit und sagen, ey, alles richtig gemacht, ich weiß gar nicht, was ihr habt, ist auch klar, aber also es kann einem auch nur leid tun. Ich glaube, wenn du es dann wirklich mal realisiert hast, auch warum auch immer man das vorher nicht tut, aber wenn du es dann mal endlich irgendwann gecheckt hast, ja, dann kann es dir irgendwie auch nur leid tun, so. Ja, muss man sagen. Deswegen glaube ich nicht, dass das gespielt ist von ihm. Aber kann sich natürlich jeder seine eigene Meinung bilden. kann es kaum erwarten, dass diese Show vorbei ist, diese Show. Weil das sind Wunden, die mittlerweile, ach, was ich sagen wollte zu diesem Abschiedsbrief. Mithilfe dieses Abschiedsbriefs konnte ich alles verarbeiten. Ich habe mir da wirklich so viel Zeit genommen, weil die Single-Frauen waren schon abgereist. Wir Männer waren alleine 1,5 Tage in der Villa. Die anderen haben ständig Filme geguckt. Ich habe mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt, habe das aufs Diebste hinterfragt. Hab mir diesen 6-seitigen Abschiedsbrief, habe ich den verfasst und dadurch habe ich alles verarbeitet. Ich würde den am liebsten vorlesen, damit ihr das verstehen könnt, aber werde ich nicht tun, weil das ist eine sehr private Angelegenheit, die nur Christina und mich betrifft. Ja gut, also wenn du ihn bei der Sendung vorgelesen hättest, dann könntest du das natürlich auch hier machen. Also wenn die Sendung ihm das schon nicht erlaubt hat, ja, ich würde ihm das erlauben. Ja. Ohne ihre Zustimmung möchte ich das nicht tun. Ich hatte bei dem Lagerfeuer auch nur die wichtigsten Szenen vorgelesen, nicht die ganzen 6 Seiten. Dafür ist gar nicht die Zeit da. Es hätte sonst allein schon 20 Minuten gedauert. Und damit konnte ich das sehr gut verarbeiten. Und damit war ich halt so gefasst. Ich war richtig gefasst. Also ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, wie gefasst ich war bei diesem finalen Lagerfeuer. Ich sag mal, wie ruhig ich geblieben bin, dass ich halt keine Emotionen gezeigt habe. Die habe ich vorher schon die ganze Zeit gezeigt und damit habe ich das verarbeitet. Aber diese Wunden werden immer wieder aufgerissen, seit von Wochen. Ja, keine Emotionen gezeigt. Also, er kam eigentlich. Nee, also keine Emotionen gezeigt, würde ich jetzt nicht sagen, ne? Er hat vielleicht die
komische Emotionen gezeigt oder nicht die, die angemessen wären, sagen wir es mal so, sondern er kam ja voll angepisst rüber auf Christina. Ne? Deswegen hat er ja auch ihr die Schuld dafür gegeben, dass es so gelaufen ist. Und ergibt natürlich keinen Sinn, aber sind ja irgendwo auch Emotionen. Woche zu Woche, seit Wochen lang, also seit 12 Wochen jetzt insgesamt. Und es wird noch einmal auf. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, der Männlichkeitsworkshop, der hat ihm auch die nötige Kraft verleiht, überhaupt durch den Brief das dann richtig verarbeiten zu können. Aufgerissen nächste Woche beim Wiedersehen. Und dann möchte ich mit dem Thema final abschließen. Es tut mir leid, dass ich wahrscheinlich viele Frauen enttäuscht habe, weil viele Frauen Ähnliches vielleicht durchgemacht haben und sich dann mit ihr, mit Christina identifizieren können. Nehmt euch alle ein Beispiel an mir, dass man so nicht in der Öffentlichkeit mit einer Partner. Ja, nehmt euch kein Beispiel daran, meint er natürlich, ja. Anderen umgeht, da stehe ich für. Ich sage immer wieder, dass wie ich gehandelt habe, war falsch. Das Warum, die eigentliche Intention dahinter waren halt meine Gefühle, dafür kann ich nichts und dazu stehe ich nach wie vor. Aber ich denke, das ist das Mindeste, dass man halt, dass vielleicht andere Menschen aus meinen Fehlern lernen. Steht immer zu euren Gefühlen, zu euren Herzen, aber geht vorsichtiger mit dem Herzschmerz anderer um. Das ist das, was ich gelernt habe. Und das ist schlimm, was für Nachrichten kommen. Das ist ganz schlimm. Aber okay, und da muss ich jetzt durch, da muss ich drüber stehen und ich habe nichts mehr zu sagen. Ich weiß nicht mehr. Ich werde ein paar Fragen von der Fragerunde beantworten, aber sonderlich Lust habe ich nicht. Bock habe ich nicht. Weil das belastet mich schon seit wirklich Monaten. Ich habe Christina öfter angerufen und ich habe mich öfter bei ihr entschuldigt, weil ich immer mehr realisiert habe, was ich getan habe, wie es rüberkam, wie es natürlich durch den Schnitt nochmal gepusht wird, das ist eine andere Sache. Aber ich konnte Step by Step von Woche zu Woche mehr mich in ihre Lage hineinversetzen, weil ich das von außen als Zuschauer betrachten konnte und gesehen habe, wie sie gelitten hat. Weil diese Bilder habe ich vorher nicht gesehen, wie sie gelitten hat. Die hat mich vielleicht wachgerüttelt, die hat mich vielleicht den Verstand bei mir wieder aktiviert. Aber dann weiß ich nicht, ob das dann wiederum, es wäre dann nicht so tragisch für Christina gewesen. Die Frage ist, ob es dann für mich tragischer gewesen wäre. Wahrscheinlich ja, weil ich dann nicht auf mich gehört hätte. Ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Ja, das ist ja auch der Sinn dahinter, warum man bei Temptation Island keine positiven, sondern entweder negative oder gar keine Bilder bekommt oder halt Bilder, die man negativ auslegen kann. Mehr Optionen gibt es aber auch nicht, einfach genau aus dem Grund, weil wenn du das siehst, ey, der Person geht's mega schlecht, ja natürlich, also spätestens dann denkt man natürlich mal drüber nach, oh, sollte ich vielleicht mal ein bisschen anpassen, aber genau das soll man ja nicht, man soll ja so sich verhalten, wie man sich verhalten würde und nicht, weil man jetzt irgendwie dann merkt, oh, der anderen Person, der geht's jetzt nicht gut, dann passe ich mal mein Verhalten an. Das ist ja der Sinn dahinter, ja. Und sonst sage ich ja auch immer, wäre das halt ein voll verfälschtes Ergebnis. Ich kann mich nur für das Leid entschuldigen, die volle Verantwortung dafür übernehmen, also auch die von Vanessa, ich bin schuld. Ich war da, weiß nicht, auf Folge 7, rosa-rote Brille, voll in der Bubble. Das war so intensiv und ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Worte mehr. Ich erkenne mich dort selbst in einigen Punkten nicht wieder. Ja. Jetzt reicht es auch mit diesen Statements. Das nervt mich alles. Ich werde ein paar Fragerunden beantworten und dann hoffen, dass diese Welle jetzt bald vorbei ist, diese Hate-Welle. Ja. Und damit sind wir auch wieder durch, Freunde. Das war's mit dem Statement.
Ja, wobei, das muss ich nochmal zeigen hier. Sehr lustiger Blick von ihm. Sollen wir eigentlich diese Fragerunde auch nochmal anschauen? Also da wird bestimmt auch nochmal einiges beantwortet. Das Ding ist halt immer so ein bisschen, finde ich, das Problem bei den Statements, die haben halt bei ihm keinen roten Faden. Und ja, irgendwie, also wenn man jetzt mal das mal so sich überlegt, dann waren eigentlich die letzten drei Statements oder zwei auf jeden Fall eigentlich irgendwie dasselbe so. Aber ja, schreibt mal einfach Hashtag Fragerunde in die Kommentare, wenn ihr darauf Bock habt. Ich denke, ich nehme es einfach mal auf. Und falls es keine Themen mehr gibt, dann gucken wir uns das vielleicht doch nochmal an. Ich bin gespannt, wann sich die anderen Leute äußern werden. Kommt bestimmt auch was, Freunde. Ich werde natürlich alles hier hochladen und könnt ihr euch drauf freuen oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch freut auf weitere Alex-Statements. Das war's mit dem Video, Freunde. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns heute Abend wieder mit der neuen Folge. Nicht mit der neuen Folge, sondern mit der nächsten Folge von Are You The One? Ich überlege gerade, Folge 5 sind wir da. Die kommt heute Abend. Schaltet wieder ein, Freunde. Bis dahin und ciao.